Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich ein richtig cooles Video für euch. Es geht nämlich um vegane Alternativen, wie ihr wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen habt. Und ja, ich habe euch drei verschiedene Rezepte abgefilmt. Das ist nicht nur für Leute, die vegan essen, sondern auch einfach, wenn man die klassischen Zutaten dafür einfach nicht zu Hause hat und dann nicht gleich verzweifeln muss, beispielsweise Sonntag und man möchte genau dieses Gericht machen, aber dann hat man diese Zutat eben nicht da. Das ist kein Problem, weil ich zeige euch einfach coole vegane Alternativen. Ich würde mich sehr darüber freuen, falls ihr mit diesem Video einen Daumen hoch gebt. Falls euch solche veganen Alternativtipps gefallen, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, da mache ich mehr Videos dazu. Und ja, genug geredet, los geht's mit dem Video. Das erste Rezept ist mal ein Caprese-Salat, aber ein bisschen anders diesmal. Dafür brauchen wir Balsamico, Basilikum, Tomaten, Avocado, Pfeffer und Salz. Die genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Infobox. Als erstes beginne ich damit, dass ich meine Avocado in dünne Scheiben schneide. Ihr könnt natürlich auch eine ganze Avocado nehmen oder eine Hälfte, hängt eben davon ab, wie viele Portionen ihr machen wollt. Ich habe meine Tomaten auch schon in Scheiben geschnitten, habe sie dann auf einen Teller angerichtet und jetzt nehme ich mir meine Avocadoscheiben und lege sie, wie man es auch beim normalen Caprese-Salat kennt, auf die Tomaten drauf. Jetzt würze ich alles gut mit Pfeffer aus der Mühle, genauso wie auch Salz aus der Mühle. Jetzt kommt noch ein bisschen Olivenöl drauf und ein bisschen Balsamico-Essig. Das war es auch eigentlich schon. Ich liebe Basilikum, deswegen gebe ich auf jede einzelne Tomate noch ein kleines Blättchen drauf. Das ist das Endergebnis. Unglaublich lecker, auch ohne Mozzarella. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, eine richtig gute Alternative. Ich versuche persönlich nicht so viel Kuhmilch zu trinken, aber die pflanzlichen Milchersätze sind schon ziemlich teuer manchmal. Und deswegen habe ich hier eine günstige und sehr einfache Alternative. Dafür brauchen wir nur Wasser, Haferflocken und ein Süßungsmittel. Wir beginnen damit, dass wir die Haferflocken erst einweichen müssen in Wasser, bis sie gut bedeckt sind. Das lasst ihr so eine halbe Stunde stehen. Die entwickelt dann so ein Schleim sozusagen, den müssen wir ja wieder loswerden. Deswegen lauft ihr am besten zum Waschbecken und wascht die gut aus, dass sie eben nicht mehr so schleimig sind. Und das dauert so, keine Ahnung, so circa 2 Minuten. Macht es aber bitte gründlich. Jetzt geben wir unsere eingeweichten Haferflocken in einen Mixer. Das Wasser kommt dazu und ein bisschen Süßungsmittel. Nehme hier den Agaven- und Ahornsirup. Ich gebe nicht einen ganzen Esslöffel hinein, sondern so eine Hälfte bis drei Viertel. Jetzt verschließe ich meinen Mixer und fange an, das alles zu mixen. Und das ist das Endergebnis. Da sind aber noch Stückchen drin, deswegen müssen wir das erstmal sieben. Ich mache das erstmal durch ein etwas gröberes Sieb und dann habe ich hier so ein Teefilter und der ist ziemlich fein. Deswegen mache ich so. Ihr könnt euch aber auch so ein Tuch nehmen, beispielsweise. Ich verlinke euch die Sachen, die man dafür nehmen kann, auf jeden Fall in der Infobox. Und das ist meine fertige selbstgemachte Hafermilch. Schmeckt unglaublich lecker. Ich liebe sie im Kaffee oder für Overnight Oats oder um Pancakes zu machen. Die ist richtig lecker. Genauso wie die selbstgemachte Mayo. Dafür brauchen wir Sonnenblumenöl, Sojamilch, etwas Apfelessig und wieder grobes Meersalz und Pfeffer aus der Mühle. Ich habe da noch ein bisschen Zitronensaft genommen, um alles ein bisschen frischer zu machen. Die Zubereitung ist super einfach. Wir müssen jetzt nur noch zum Sonnenblumenöl die Sojamilch hinzugeben, genauso wie den Apfelessig, den Pürierstab reintun und einfach auf Start drücken. Das wird von alleine fest und wenn ihr merkt, okay, unten ist es fest, dann zieht ihr es einfach langsam nach oben. Das dauert circa 30 Sekunden und dann habt ihr auch schon eine fertige Mayonnaise. So schmeckt sie noch nicht allzu gut, wir müssen die auf jeden Fall würzen. Ordentlich mit Salz und Pfeffer, damit sie auch nach etwas schmeckt. Ich mag sehr gerne Zitrone, deswegen habe ich da auch noch ein bisschen Zitrone reingegeben. Und dann habt ihr auch schon eine fertige, selbstgemachte Mayonnaise ohne Chemikalien, ohne nichts. Und da müssen nicht immer Eier dabei sein, beziehungsweise tierische Produkte. Und hier habt ihr eine rein vegane, selbstgemachte Mayonnaise. Die könnt ihr für alles verwenden, sei es für Pommes oder für andere Dips oder irgendwie um Sandwiches zu machen. Könnt auch noch Knoblauch reintun, ein bisschen Ketchup oder auch noch mit Kräutern verfeinern. Da seid ihr super flexibel. Ich hoffe, dass euch diese Alternativen gefallen haben. Falls ja, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und bis zum nächsten Mal.